Die Jennerspor Spielzusammenfassung. TSK Vorgoslar 2 gegen Vera SV wird Ihnen präsentiert von Softwarehandel 24. Softwarelösungen zu fairen Preisen. Zu finden auf www.softwarehandel24.de. Herzlich willkommen zum Spiel TSK Vorgoslar 2. gegen Vera SV, ein Spitzenspiel der dritten Nordharzklasse, da beide Mannschaften noch Ambitionen haben, in den Aufstiegskampf einzugreifen. Hier die Aufstellung des TSKV. Ganz interessant vielleicht die Tatsache, dass wir hier wieder mit der Vierer-Abwehrkette, mit Gebedeck und Bayakli als Außenverteidiger spielen und mit dem so starken Halit Bayram und Hakan Aksu in der Innenverteidigung. Das verspricht auf jeden Fall Sicherheit hinten. Zweite Minute, Tolga Uçkan, sehr schön getretene Ecke und erste Torchance durch Ercan Tokcan, der wieder mit Ahmet Karoglu auf der Doppel-6 eingesetzt ist. Und zurück, Formation! Da ist Basti Pilgrim, ja, ganz alleine auf weiter Flur, kriegt aber einen Freistoß zugesprochen. Das ist das Beste, was er aus dieser Situation machen konnte. Ahmet Karoglu führt aus, abgefälscht. Und er wird zumindest nochmal gefährlich. Aber der Keeper des Vera SV kann den Ball aufnehmen. Basti Pilgrim wieder. Lale und Tolga Uçkan. Schönes Dreieck geformt. Basti Pilgrim jetzt auf dem linken Flügel. Bringt den Ball mit links herein. Und da ist er wieder. Tolga Uçkan. Zweite große Chance für den TSKV. Sehr druckvoller Beginn hier in der Anfangsphase. Hier die Auswechselbank. Tolga Yildirim hat man da gesehen und Yasin Karaca, Halil Karoglu. Da ist Hüseyin Bayakli. Wird geschickt von seinem Partner auf der rechten Seite, Umut Yakizan. Hat eine Menge Platz. Wird gar nicht angegriffen. Und erzielt das 1:0 für den TSKV. Sein dritter Saisontreffer. Nicht schlecht für einen Außenverteidiger. Er hat ein bisschen viel Platz hier, muss man der Vera-Verteidigung natürlich zum Vorwurf machen. Und zieht dann aus 14 Metern ab ins kurze Eck. Und damit geht der TSKV in Führung. Eckball jetzt Vera SV. 21 Minuten gespielt und es wird gefährlich. Abgewehrt der Ball hier. Und Nachschusschance. Allerdings weit am Kasten von Patrick Hücker vorbei. Ahmet Karoglu, Freistoßsituation auf der anderen Seite, bringt den Ball rein in den 16er und Halit Bayram mit Fallrückzieher. Versuch. Fatih Gebedek spielt den Ball wieder raus, sah nach einem Torschuss aus. Und Umut Yakizan wird hier von hinten gefoult. Es gibt Strafstoß. Den führt Muhammad Ali Lala aus. Der Spieler mit der Nummer 15. Ins linke untere Eck, Torwart wunderbar verladen und damit den 2:0 Führungstreffer erzielt. Schon sein 6. Saisontreffer. Hier sehen wir es noch einmal in der Zeitlupe. Wieder eine frühe Führung für den TSKV, auch in diesem Spiel, wie auch schon gegen den MTV. Da lag man auch früh in Führung. Hier eine Schusschance für Vera, aber ungefährlich. Ja, da lag man auch früh in Führung. Und dann wurde es zum Ende hin doch nochmal knapp. 33. Minute, erster Wechsel. Kevin Schwabe betritt das Feld für Ahmet Karoglu. Soll wohl für etwas mehr Druck nach vorne sorgen. Fatih Gebedek hier. Guter Ball. Die Vera versuchen jetzt etwas mehr Druck zu machen, mehr Pressing zu spielen. Und das scheint auch zu funktionieren. Jetzt Freistoßchance. 8 Minuten vor dem Halbzeitpfiff. Gut ausgeführt, aber in die Arme des Torhüters Patrick Hücker. Der wirft direkt ab.
hat Kevin Schwabe da entdeckt. Und der nimmt Fahrt auf. Wird hier aber ins Straucheln gebracht von seinem Gegenspieler. Folgerichtig auch der Pfiff des Schiedsrichters. Er hat sich hier, das kann ich vorwegnehmen, an der Schulter verletzt. Spielt aber noch weiter. Das ist nichts, weiter geht's. Hakan Aksu und Umut Yakizan. Da ist Kevin Schwabe. Man sieht hier nichts davon, von der Verletzung. Schöner Schuss, abgeblockt. Und Basti Pilgrim. Wunderbare Flanke, gut abgewehrt. Ercan Tokcan bringt den Ball nochmal, wollte den Ball nochmal reinbringen. Und Umut Yakizan. Sehr schön gesichert den Ball. Hüseyin Bayakli. Tolga Uçkan verliert den Ball. Aber der Ball kommt wieder zurück in die Reihen des TSKV. Und Mohamed Aguilade behält die Übersicht und erzielt das 3:0. Noch in der ersten Halbzeit. Hier sehen wir es nochmal. Setzt sich da gut durch. Guckt sich den Torhüter wunderbar aus und erzielt die 3:0 Führung. Da gibt es Diskussionen zwischen den beiden Trainern. Der Trainer des Vera SV moniert hier, dass seine Spieler beleidigt worden seien. Das lässt sich jetzt von hier nicht weiter feststellen. Lassen wir es also mal dahingestellt. Foulspiel hier an Mohamed Aguilade. Der aber in Bruce Lee-Manier wieder hochkommt. Unheimlich fit, der Junge. Da ist er schon wieder. Dieses Mal wird ihm der Ball aber abgenommen. Und Vera kommt zu einer weiteren Angriffsmöglichkeit. Brechen noch einmal ab. Spielen den Ball noch einmal hinten rum. So kann sich der TSKV natürlich wieder neu formieren. Komm, Tolga, nochmal zurück. Kein Gegentor jetzt. Und so den Ball auch zurückgewinnen. Halbzeitpfiff. Und Anpfiff zur zweiten Hälfte. Sie sehen oben eingeblendet, der TSKV führt 3:0. Der Vera SV, das nur mal am Rande bemerkt, zu diesem Zeitpunkt der Spitzenreiter der Rückrundentabelle, also sicherlich kein Fallobst, kein Punktelieferant hier. Aber der TSKV hat die Sache auf jeden Fall gut im Griff. Hier rutscht der Torhüter aus beim Abschlag. Und Ercan Tokcan leitet den nächsten Angriff ein. 50. Minute, Umut Yakizan. Wieder Tokcan. Spielt auf Tolga Uçkan. Der 1:1 tunnelt hier seinen Gegner. Bringt den Ball rein und Mohamed Aguilade kann diesen Ball leider nicht weiter verarbeiten. Aber es geht weiter, Umut Yakizan. Und die Vera schicken sich an, hier einen Angriff zu fahren. Aber der wird durch Halit Bayram beendet. Patrick Hücker überhastet hier etwas, aber er findet Kevin Schwabe.
überhaupt bewundernswert, die Passsicherheit der zweiten Mannschaft des TSKV. Wunderbar gespielt, ein ganz toller Angriff und abgeschlossen durch Kevin Schwabe, der sein erstes Saisontor erzielt. Sehr schön vorbereitet hier von Fatih Gebedeck und Bastian Pilgrim auf der rechten Seite. Und ein tolles Auge von Basti Pilgrim, der den in der Mitte freistehenden Kevin Schwabe sieht. Und der hat überhaupt keine Mühe, den Ball einzuschieben. Da wird er schon wieder geschickt, Bastian Pilgrim. Und wieder Kevin Schwabe, aber kann den Ball nicht erreichen. Jetzt kommt der TSKV langsam in Spiellaune. Basti Pilgrim. Da kommt wieder Hüseyin Bayakli, auch Capone genannt von seinen Fans. Und wieder getunnelt, sah zumindest so aus, von Tolga Uçkan. Der setzt sich auch hier wieder durch. Und tolle Flanke mit links. Nur mit Ali Lale, Flugkopfball direkt in die Arme des Torhüters. Jetzt wurden die Vera hier richtig auseinandergenommen. Wieder Uçkan, wieder Lale, Flugkopfball. Und dieses Mal verfehlt er. Eine starke Leistung der Reservemannschaft des TSKV. Wieder gewinnen sie den Ball. Oh, Fehlpass, Hakan Aksu. Und Schusschance für den Vera SV. Und da ist Patrick Hücker aber wach. Holt den Ball unten aus der Ecke raus. Wechsel, Ercan Tokcan geht nach 70 Minuten vom Feld. Und Ahmet Karoglu kommt. Und für Mohamed Alilane kommt Ilka Karagöz. Ich gehe stark davon aus, dass jetzt etwas in der Formation umgeändert wird, denn Ilka Karagöz wird wohl auf die Sechser-Position gehen, die Kevin Schwabe die ganze Zeit gespielt hat. Und der geht jetzt für Mohamed Alilane in die Spitze. Das ist Umut Yakizan. Schwacher Pass direkt in die Füße des Gegenspielers. Und Fatih Gebedeck. Der ist schnell. Mit der Hacke weitergeleitet. Basti Pilgrim. Wunderbar. Und Fatih Gebedeck. Wieder ein toller Spielzug über die rechte Seite. Jetzt kommt auch Yasin Karaca. Mit der Nummer 2 hier. Für Hüseyin Capone Bayakli, der ja das Tor zum 1:0 geschossen hat. ...83 Minuten hier schon gespielt. Die Partie längst entschieden. Weil der TSKV hier auch keine Schwächen offenbart hat. Konzentriert zu Ende gespielt hat. Das ein Unterschied zum Spiel gegen den MTV, wo man dann schon nach einer halben Stunde 3:0 geführt hat und dann auch nachgelassen hat in der Leistung. Hier 90 Minuten konzentriert zu Ende gespielt. Wieder ein toller Ball. Kevin Schwabe schickt Basti Pilgrim und ist völlig alleine vom Torhüter. Und schiebt den Ball am Torhüter, aber auch am Tor vorbei. Hey Pille, der hätte mal eine Oma reingeschossen. Ja, da muss er sich dem Spott der Zuschauer hingeben. Wieder Patrick Hücker, der nicht allzu viele Szenen hatte, aber wenn er gebraucht wurde, war er da. Der Fehler aus dem MTV-Spiel längst vergessen. Wieder Umut Yakizan, Ahmet Karoglu. Denker und Lenker im Mittelfeld. Tolles Solo hier von Umut Yakizan. Wird unliebsam gestoppt. Und so Freistoßchance für den TSKV. Schön ausgeführt von Umut Yakizan. Aber der Torhüter lenkt den Ball über die Latte. Und das Spiel wird fortgesetzt mit einem Eckball. Tolga Uçkan wird diesen hereinbringen. Du bist jetzt Trainer.
und Hakanaksu. Aber der Torhüter fängt den Ball und schießt ihn dann in den nächsten Stadtteil. Aber warum? Verstrickt sich dann in Diskussionen mit dem Schiedsrichter. Verlässt hier sein Gehäuse. Das Spiel läuft aber weiter. Einwurf ausgeführt. Fatih Gebedeck, Basti Pilgrim. Das Tor ist leer. Und Pilgrim schießt am Tor vorbei. Nee, muss ich rausgehen. Du kannst unterm Zaun durchziehen. Eine kuriose Szene hier kurz vor Schluss. Wieder Schwabe. Sehr schön setzt er sich hier durch. Und gute Parade vom Schlussmann des Vera SV. Wehrt hier wiederum zur Ecke ab. Und noch einmal Kevin Schwabe. Capone, du bist der Beste. Halit Bayram. Schon 2 Minuten über die Zeit. Doppelpass mit Ahmed Karoglu. Und noch einmal Umut Yakizan. Lässt hier 2 Leute stehen und wird gefoult. Schon 94 Minuten gespielt. Warum man bei 4:0 so lange nachspielen lässt, ist mir auch ein Rätsel. Es gab keine Verletzungsunterbrechungen. Der Schiedsrichter hatte anscheinend Gefallen an diesem Spiel gefunden. Das ist Fatih Gebedeck. Kevin Schwabe behauptet sich da gegen 2 Vera. Findet Bastian Pilgrim und Teubutschka. Wieder abgeblockt. Ilka Karanges schießt hier den Ball noch einmal weg nach dem Pfiff. Das kann auch gerne mal mit einer gelben Karte bestraft werden. Aber wir warten hier eigentlich nur auf den Abpfiff. Und da ist er. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuschauen. Endstand TSKV Goslar 2 gegen Vera SV 4:0.